Herzlich willkommen zur 6. Folge von WKO im Bezirk und eher heute aus Neubau. In der heutigen Sendung dreht sich alles ums Marketing. Wir schauen uns die Marketingtrends 2023 ganz genau an und wir klären auch, welche Marketingstrategien bereits im Neubau zur Anwendung kommen. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Wirtschaftskammer Wien Bezirksobmann für Neubau, Markus Frömmel. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und ich begrüße auch einen Studiogast bei uns, und zwar recht herzlich Frau Magistra Danuta Lang. Sie ist Marketing-Expertin und arbeitet beim Radiosender Hitradio Ö3. Schönen guten Morgen. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ich würde mal sagen, wir starten damit, dass wir gleich einmal in den Bezirk einen Blick werfen. Herr Obmann, wie schaut es denn aus? Wir haben natürlich wunderbare Geschäfte im Neubau. Welche besonderen Geschäfte finden wir denn? Ja, der 7. Bezirk ist zwar der drittkleinste Bezirk von Wien, hat aber trotzdem eine ganz extreme Vielfalt unterschiedlicher kleiner Geschäfte. Es sind hier viele kleine Geschäfte, kleine Betriebe, Spezialisten, und das macht den Bezirk aus und die Freude der Unternehmen, gerade hier zu arbeiten. Was ist denn das Besondere an den Unternehmerinnen und Unternehmen in Neubau aus Ihrer Sicht? Ja, es ist einfach die lange Geschichte im 7. Bezirk, die Tradition, dass hier gutes Handwerk ist, dass hier Kreativität ist, dass hier der 7. Bezirk auch ein Künstlerviertel ist. Und das bringt neue kreative Unternehmen, und dadurch freuen sich aber alle, hier zu sein, hier mitzumachen, und neue möchten immer wieder dazukommen. Der Neubau hat ja nicht immer so geheißen. Hat er auch mal gesagt, der Seidengrund? Oder wie hat das früher auch noch geheißen? Seidengrund, Brillantengrund. Es hat hier eine Zeit lang wirklich sehr noble Geschäfte gegeben. Sehr viele Betriebe, die für den 1. Bezirk, für das Kaiserhaus gearbeitet haben und all diese traditionellen Sachen gemacht haben. Die findet man zum Teil immer noch? Man findet diese heute noch. Man findet aber auch viel Neues, ob das jetzt ein Glasbläser ist, ob das ein Pfeffermühlengeschäft ist. Verschiedenste Optiker haben sich hier angesiedelt, aber auch die ganze Kreativszene. Die Gastronomie, die unterschiedlichste Gastronomie, einfach ein Bezirk zum Vorbeikommen und zu verweilen. Ich weiß, es gibt auch ein Champagnergeschäft im 7. Bezirk. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal gleich mal direkt in den Bezirk hinein. Die Marketingtrends für 2023 sind ja unser heutiges spannendes Thema. Und wir schauen in den Bezirk. Wir waren nämlich unterwegs, unser Herr Obmann mit einem Kamerateam der Wirtschaftskammer, und hat Unternehmer und Unternehmerinnen zum Thema befragt. Hallo und herzlich willkommen im 7. Bezirk, wo es sehr viele innovative und kreative Betriebe gibt, die gerade im Gebiet von Social Media und Marketing-Trends immer up-to-date sind. Schauen wir heute zu 5 Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns Einblick geben in ihre Strategien und uns auch vielleicht den einen oder anderen Trend für 2023 verraten. Kommt mit und schauen wir uns das einfach an. Meine Marketingstrategie lautet eigentlich im Großen und Ganzen Empfehlungsmarketing. Darauf ist auch eigentlich der ganze Betrieb aufgebaut. Bei mir ist das Thema Handwerk, Brille ein Riesenthema, und alleine durch das, durch die handgefertigte Brille, entsteht schon so viel Werbung, dass man sagen muss, okay, ich werde weiterempfohlen, und man kann das jetzt nicht durch andere Medien oder so gut transportieren, als jetzt, wenn ein zufriedener, glücklicher Kunde mehr oder weniger mit der Brille wirklich happy ist und es auch so transportiert. Pff,
Also für uns ist natürlich auch neue Medien sehr, sehr wichtig, wie zum Beispiel Instagram. Wir merken das, wenn wir Veranstaltungen im Haus haben, dass natürlich dann mehr geteilt wird, die Reels geteilt werden, vielleicht wir auch mehr Follower generieren können. In Österreich, glaube ich, ist Twitter noch nicht so vorherrschend in unserem Bereich. Homepages wären für meine Begriffe nicht mehr ganz so wichtig wie vielleicht noch vor 10 Jahren. Es ist eher eine Visitkarte, die Homepage. In Amerika bei unseren Kunden ist Pinterest sehr wichtig. Das spielt natürlich dann auch für uns eine Rolle. Also wir verwehren uns da überhaupt nicht und versuchen das natürlich auch zu adaptieren und für unsere Zwecke zu nutzen. Ich bin ja ein Geschäft ohne Online-Shop. E-Commerce findet bei mir also auf einer ganz anderen Ebene statt. Sehr stark geht es um Beratung bei mir im Geschäft. Kundinnen kommen zu mir, weil sie sich Lösungen wünschen auf einem Weg, den sie bisher nicht finden konnten, sage ich einmal. Aus diesem Grund ist ein klassischer Online-Shop zum Beispiel für mich nicht das Richtige. Ich habe mir da aber, habe den Weg zu meinen Kundinnen gefunden über eine persönliche Bildergalerie, wo ich sozusagen diese persönliche Beratung, die wir hier im Geschäft durchführen, auf ein digitales Level heben konnte. Ich glaube, für uns ist der Riesenunterschied, dass mein Geschäftspartner und ich ursprünglich nicht aus der Gastronomie kommen und wir einfach gemerkt haben, dass es deshalb wichtig ist, dass wir uns auf das konzentrieren können, was wir gut können. Das heißt, wir nehmen immer Leute mit an Bord, die wirklich die gastronomische Expertise haben. Wir sind, glaube ich, gut im Marketing und Sales. Wir haben erkannt, dass digitale Medien auch in der Gastronomie ein super, super wichtiger Aspekt ist momentan. Und konnten, glaube ich, da wirklich die relevante Zielgruppe auf uns aufmerksam machen, dass wir genau diesen Vorteil nutzen und insbesondere so die sozialen Medien für uns erkannt haben, um unser Konzept dort darzustellen. Online-Marketing ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir haben in Zeit der Pandemie gemerkt, vor allem wir junge Unternehmer haben gesehen, dass ohne einen Online-Shop ohne eine Webpräsenz einfach wir nicht mehr konkurrenzfähig bzw. nicht überlebensfähig sind. Was habe ich gemacht? Als ich die Calivia-Webseite programmieren lassen habe, haben wir unbedingt darauf geschaut, dass diese Website responsive ist. Das heißt, dass wir auf allen Devices die Calivia-Angebote, die Calivia-Highlights, alles, was gerade aktuell ist, für den User sofort erkennbar ist. Und dann muss man sich natürlich mit dem Thema Social Media auseinandersetzen, ob man will oder nicht. Ich persönlich finde, dass man nicht jeden Kanal bespielen muss. Man kann sich der Zielgruppe gerichtet an einen, aus sich auf einen Kanal fokussieren und dann einen Content bringen, um einfach neue Kunden zu gewinnen. Wichtig ist, mit den Trends sehr wohl mitzugehen, aber seinen Prinzipien treu zu bleiben. Woher hatte ich vor ein paar Jahren eine Einschaltung im Bezirksjournal mit Auflagen im 6., 7. und 8. Bezirk. War wirklich sehr aufwendig mit Fotos, Interviews und so weiter, Präsentation vom Betrieb. Allerdings der Rücklauf war sehr gering bis gar nichts. Und wie ich es korrigieren konnte, ich habe es eigentlich einfach mit Humor genommen und einfach weitergemacht. Selbstverständlich passieren auch bei uns einige Pannen. Mir ist zum Beispiel passiert, ich bin zu einem Kunden, weil ich eben die persönliche Beratung sehr schätze, nach Malaysia geflogen. Das sind doch ca. 18 Stunden Anreise. Dann hatte ich einen Termin. Der Kunde wollte mich nicht sehen, ist fischen gegangen und ich bin am nächsten Tag wieder nach Wien geflogen. Und das ist natürlich kostenintensiv, zeitintensiv. Wettmachen konnte ich das Ganze, indem ich die Woche später wieder hingeflogen bin. Marketingpannen sind natürlich was. Also ich denke jetzt an 50% meines Marketings funktionieren. Ich weiß noch nicht, welche 50%. Ich glaube, Henry Ford hat das gesagt. Marketingfehler können immer passieren. Ich würde sagen, bei mir gab es auch eine Zeit, wo ich natürlich auf der Suche nach Trends überlegt habe, was kann man aufgreifen. Habe mich hier beraten lassen zu einer Sache, die sehr wichtig und sehr trendig ist. Hat bei mir aber dazu geführt, dass ich dann doch eine Kundengruppe ins Geschäft gelockt habe, die eigentlich hier nicht gefunden haben, was sie suchen. Ja, was ja auch immer wieder mal vorkommen kann. Da muss ich sagen, das war kein Beraterfehler, auch nicht jetzt von mir ein Fehler. Wir haben was Neues probiert und es ging halt daneben. Ich habe das ganz einfach wieder abgedreht. Das war dann mein Trick. Wir haben zum Calivia-Launch eine riesengroße Feier
organisiert und im Zuge dessen wunderbare Fotos von den Produkten gemacht. Wir haben ganz, ganz viele tolle Texte uns überlegt, wie wir die Kunden gut ansprechen können. Wir haben jeden Beistrich, jeden Satz, jedes Wort 100-mal angeschaut. Und was haben wir nicht angeschaut? Die Call-to-Action-Buttons. Das heißt, jeder, der sich für das Event anmelden wollte, konnte nicht, weil der Button nicht funktioniert hat. Wir haben es korrigiert, wir mussten einfach 3 Tage später noch ein Reminder-E-Mail ausschicken und so kamen wir zu unseren Anmeldungen. Ja, ein wirklich toller Einspieler. Wir haben wirklich fantastische Unternehmerinnen und Unternehmer gesehen. Es ist auch über Marketingpannen gesprochen worden. Schaut es denn aus, haben Sie auch schon eine Marketingpanne gehabt? Jetzt Marketingpanne direkt nicht, aber es ist gerade so am Anfang, wenn man mit überlegt, was man im Marketing machen möchte. Es kommen Berater zu einem, es wird einem irgendetwas aufgesetzt, wo man dann draufkommt, das bin nicht ich, das ist nicht mein Betrieb. Und gerade wenn einem so etwas passiert, ist man dann sehr froh, wenn es Unterstützung gibt, so wie wir es hier im 7. Bezirk haben, über die Einkaufsstraßen, über die Beratungen auch von der Wirtschaftskammer, wo individuelle Werbung direkt für den 7. Bezirk, für die Betriebe im 7. Bezirk gemacht wird und wo wir das Grätzl wirklich hervorholen wollen. Ich denke aber, wir wollen gar nicht weiter über Pannen reden, sondern wir wollen reden, was wir denn Gutes machen können. Da komme ich zu Ihnen, Frau Langes, Expertin. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Trends an, packen wir mal unsere Kristallkugel aus und schauen rein. Was wird es denn im Jahr 2023 als nächstes Jahr für Marketing-Trends geben? Ja, Kristallkugel trifft es schon mal sehr gut. Also was man als erstes nicht vergessen darf, ist, in welcher Zeit wir uns gerade befinden. Das heißt Corona, Energiekrise, Wirtschaftskrise und Co. Eine gewisse Sicherheit wird es einfach nicht immer geben. Das heißt, Marketer müssen auch wirklich flexibel bleiben. Das einmal vorangestellt. Ansonsten gibt es immer eine Vielzahl von Marketing-Trends, wo man sich was aussuchen kann. Also einige Sachen werden uns erhalten bleiben, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, wie das TikTok ein immer wichtigerer Channel wird für Social-Media-Marketing. Ich habe jetzt 3 Kürzungen rausgesucht, die, glaube ich, ganz gut passen könnten. Das erste wäre mal ein hybrides Marketing-Konzept. Was versteht man darunter? Wir sind jetzt gerade in einer Zeit gewesen, wo alles online stattfinden musste, wo man zu Hause bleiben musste. Das heißt, jetzt ist ein ganz großer Drang entstanden, nach draußen zu gehen, Connections wieder zu haben und Co. Aber diese Bequemlichkeit von online will man halt auch nicht verlieren. Das heißt, es wird sich ein hybrides Modell finden. Zum Beispiel die digitale Möglichkeit, ein Geschäft zu erreichen, aber dann das persönliche Verkaufsgespräch, das dann auch folgt. Oder ich habe zum Beispiel ein E-Mail-Marketing, schicke aber einmal eine Postkarte aus, weil es was Haptisches ist, weil das ganz viel Charme hat, das wollen die Leute gerade. Mhm. Oder ich mache ein Live-Event, wo ich Menschen kennenlerne und mit denen rede, mit den Kunden und Kundinnen. Aber ich bewerbe es auf Instagram davor. Solche Möglichkeiten. Mhm. Der zweite Trend wäre zum Beispiel Podcast-Marketing. Podcast, auch durch Corona, irrsinnig im Trend, wird auch weiter im Trend bleiben. Gibt mir die Möglichkeit, als Geschäft meine Expertise wirklich in den Vordergrund zu stellen. Also wenn ich zum Beispiel ein Babyausstatter bin, dann kann ich einen Podcast darüber machen, was braucht man, wenn man quasi schwanger ist, wenn man ein Baby erwartet und Co. Das ist ein Thema, das interessiert die Leute, das holt sie sehr stark ab und es zeigt einfach dieses Knowledge-First-Prinzip, das man dann selber als Händler zeigen kann. Es ist auf der einen Seite dazu noch sehr, sage ich mal, kosteneffizient, das ist, glaube ich, immer ein Vorteil, aber was man schon dazu sagen muss, das will ich auch sagen, es kostet auch Zeit. Man muss ja ein Drehbuch schreiben, man muss dann aufnehmen und es bewerben und Co. Und ganz schnell geht der Erfolg bei Podcasts auch nicht. Da muss man schon so circa ein Jahr warten, um zu schauen, dass ein Erfolg war. Und was ganz, ganz wichtig ist, weil das will ich wirklich allen mitgeben, 100 Hörer bei einem Podcast versus zum Beispiel 10.000 Follower auf Facebook. Das wirkt jetzt ganz eindeutig, da werden alle auf die 10.000 gehen. Aber man muss sich überlegen, sind die 10.000 wirklich Menschen, die mit mir interagieren, die ein Interesse haben, oder bin ich eine Art Karteileiche? Bei 100 Podcast-Hörern weiß ich, die verbringen tatsächlich eine halbe Stunde mit mir und dass ich denen was erzähle. Das ist einfach eine Verbundenheit, die dadurch geschaffen ist, die ein ganz, ganz großer Wert für eine Marke sein kann oder für ein Geschäft. Und als drittes und letztes habe ich mitgenommen das Nostalgie-Marketing. Das ist quasi ein Marketing, das immer wieder lustigerweise kommt. Also ganz groß macht das Disney, die haben ihre gesamte Strategie darauf aufgebaut. Coca-Cola macht das immer wieder, indem sie Flaschen aus den 50ern neu auflegen, indem sie Sondereditionen, die es früher mal gegeben hat, jetzt wieder auflegen für eine limitierte Zeit. Das ist ein ganz, ganz großer Trend. Da geht es dann darum,
dass man Dinge quasi oder Sachleistungen verbindet mit etwas Altem. Das ist aber ein bisschen tricky, das gebe ich offen zu, denn das kann relativ schnell bieder oder auch konservativ wirken. Das heißt, wir haben jetzt wirklich drei Trends gehört, die uns nächstes Jahr erwarten. Jetzt interessiert mich natürlich, wie können das denn die Unternehmerinnen und Unternehmer umsetzen? Wie kann man es denn anwenden? Haben Sie da Businessbeispiele? Ein sehr klassisches Beispiel war zum Beispiel Pokémon. Also man kann sagen, Nostalgie-Marketing funktioniert super bei den Millennials. Das ist wirklich großartig, mit denen zu arbeiten. Das ist alle, die ihre Kindheit in den 90ern verbracht haben. Da gab es dieses Pokémon-Kartenspiel. Das wurde quasi genommen und neu aufgelegt, aber mit Augmented Reality im Sinne von einem Spiel in einer App. Das ist ideal. Also sie haben etwas Altes genommen und das durch die neuen Medien quasi wieder verbreitet. So könnte man das zum Beispiel machen. Es geht natürlich auch mit Retro-Look zu arbeiten, mit der eigenen Geschichte zu arbeiten, aber dabei nie altbacken zu wirken. Das ist ganz wichtig. Zwei Marken haben jetzt gerade aktuell auch Kampagnen. Das wäre zum Beispiel Humanic, die gerade das Jahr feiern von ihrem großen Geburtstag, oder auch Schlumberger, die gerade Werbung damit machen. Jetzt schauen wir uns mal an, was tue ich denn, wenn ich jetzt neu ein Unternehmen starte? Ja? Wie gehe ich das denn marketingtechnisch an? Das Wichtigste ist einmal, sich vier grundlegende Fragen zu stellen. Das erste ist, wie würde ich denn meinen eigenen Markenwert beschreiben? Das heißt, was macht meine Marke wirklich aus? Das zweite ist, wer ist meine Zielgruppe? Weil sehr oft wird der Fehler gemacht, dass man sagt, naja, ich will ja viel verkaufen, mich interessieren alle Menschen. Das ist dann aber, das würde ich wirklich abraten, das sollte man nicht machen, sondern sich wirklich eine sehr genaue Zielgruppe überlegen. Viele Marken machen es so, dass sie sogenannte Personas erstellen. Also das ist dann zum Beispiel Anna. Anna ist 40 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, geht gerne joggen, hat dieses und dieses Einkommen und diese weiteren Interessen. Das hilft, weil jede Marketingstrategie kann ich dann an Anna ausprobieren. Würde sie das denn ansprechen? Das ist also wirklich essentiell und würde ich jedem empfehlen. Das dritte ist natürlich die Höhe des Marketingbudgets. Das ist halt schon, das muss man sich auf jeden Fall gut überlegen. Und das vierte ist dann, dass man auch die Konkurrenz anschaut. Gar nicht so sehr bei denen was abkupfern oder so, sondern es ist immer gut, den Markt wirklich im Auge zu haben und auch zu schauen, wie differenziere ich denn mein eigenes Geschäft, meine eigene Marke von der Konkurrenz. Weil das führt natürlich wieder zum Markenwert dazu. Mhm. Und dann vom Marketingmix her gibt es einen allgemeinen, den würde ich eigentlich immer empfehlen. Das eine ist einmal eine eigene Homepage. Nein, das muss keine super ausprogrammierte Page sein, das ist wirklich nicht notwendig. Aber eine Form von Visitenkarte sollte einfach im Internet zu finden sein von einem, weil heutzutage wird alles online gesucht. Das zweite ist dann, dass man auch sagt, okay, Social Media, welche Präsenz habe ich dort? Auch hier, nein, nicht auf alle Channels gehen, würde ich auch niemandem empfehlen, weil es ist viel Arbeit, die einzelnen Channels wirklich zu bespielen. Aber zum Schauen, okay, meine Zielgruppe ist zum Beispiel etwas älter, dann würde ich Facebook empfehlen. Ist die Zielgruppe sehr, sehr jung, dann sollte man tatsächlich sich TikTok anschauen, was man dort machen kann als Marke. Dann gibt es natürlich die Offline-Maßnahmen, also Broschüren, Flyer und Co. Immer gut, sollte man auch darauf setzen, dass man etwas hat. Dann natürlich die gute alte Mundpropaganda. Das wirkt immer so ein bisschen alt, aber das ist es nicht. Das ist so ein wichtiges Tool, das man immer noch haben sollte. Mhm. Wenn Menschen zu mir kommen, wenn ich eine Bindung mit ihnen aufbaue und sie geben das anderen weiter, dann ist das wirklich Gold. Und das Letzte ist natürlich, Angebote zu nutzen, wie eben auch zum Beispiel von der Wirtschaftskammer, Meetups mit anderen Firmen, auch zum Beispiel die Straße entlang zu gehen, in Geschäfte reinzugehen, sich mit denen auszutauschen. Ich meine, im besten Fall, Kollaborationen werden dadurch entstehen. Ja? Und sonst bekomme ich ein Gefühl einfach für die Leute, die dort einkaufen. Jetzt ist es ja so, dass gerade in diesen Corona-Zeiten doch die Leute angefangen haben, online zu kaufen. Wie schaffe ich es denn, die Leute wirklich dazu zu bringen, nicht mehr bei Amazon und Co. zu bestellen, sondern zu mir in den Store zu kommen? Zuerst muss man sagen, die Leute wissen ja, dass sie lokal und regional einkaufen sollten. Da gab es ja schon genug Kampagnen und Artikel und Co., das ist schon mal klar. Das heißt, was hindert sie daran? Es ist einfach die Bequemlichkeit. Ich habe einen Store, da kann ich zu Hause auf der Couch lümmeln, ich bestelle 24 Stunden großartig und es ist da am nächsten Tag. Das heißt, man muss schauen, was kann ich denn bieten, was Amazon und Co. nicht bieten können. Und das ist einfach die gute alte Kundenbindung. Da habe ich ein kurzes Beispiel. Also ich war letzten Samstag ein Geschenk für einen Kollegen einkaufen und ich habe mir gedacht, ja, okay, schaue ich mal etwas, war ich in drei Stores. In den ersten beiden, sage ich mal, war nicht wirklich der Verkäufer da, also der war irgendwo woanders. Und da bin ich dann halt gegangen, weil, ja, ich habe halt nichts gefunden. Und im dritten Store, das war so ein kleiner Grieche, die haben ein Lokal, die haben einen kleinen Shop dabei und so. Und der Kollege von mir war gerade in Griechenland, habe ich gedacht, naja, vielleicht finde ich was. Bin ich drinnen gestanden und gesagt, nein, eigentlich nicht, wollte ich schon wieder gehen. Dann ist die Verkäuferin gekommen und allein durch ihre Körpersprache war sie so offen und so wirklich auf mich fokussiert und wie sie hat wirklich Interesse daran gehabt, hatte ich das Gefühl mindestens,
mir weiterzuhelfen. Und hat sich dann mein Problem angehört, hat dann gefragt, ja, was macht der Kollege gerne? Sind wir dann auf Kaffee trinken gekommen. Und sie hat dann eben zu mir gesagt, ja, na, griechischer Kaffee, kennen Sie denn das? Und dann hat sie mir eine richtige Geschichte erzählt, wie sie in Griechenland war, wie der aufgebrüht wird, stundenlang gefühlt. Mhm. Und das war toll, weil das war schon mal Storytelling. Ja? Das ist eine ganz, ganz große Kunst im Marketing. Also ich bin dann mit dem Einkaufssackerl auf jeden Fall rausgegangen, habe alles gekauft, was sie mir gesagt hat. Dort wirklich bei diesem Counter sind auch gelegen Broschüren, habe ich mir was mitgenommen. Als ich rausgegangen bin, habe ich gleich eine Freundin angerufen und gesagt, du, da ist so ein netter kleiner Grieche, da müssen wir unbedingt einmal essen gehen. Das war so eine ideale Customer Journey, wirklich wie aus dem Bilderbuch. Also ich war selber total fasziniert. Ja. Mhm. Aber großartig, so kann man es machen. Ich werde da bestimmt nicht bei Amazon kaufen. Das heißt, das große Goodie ist halt wirklich Kundenservice und Beratung und diese menschliche Komponente, wo der Kunde auch merkt, da ist man mit Herz dahinter. Da steht jemand dahinter, der das wirklich aus Leidenschaft macht. Das ist das, was wir auch suchen beim Einkaufen. Jetzt liest man immer wieder von der Generation Z, Generation Z oder Gen Z, wie man auch sagt. Wer ist denn das? Wer sind denn die? Wie alt sind denn die? Wie spreche ich die denn an? Das ist ja die ganz junge Generation. Das Lustige ist, eine einheitliche Definition gibt es gar nicht. Also man ist sich nur sicher, das sind die nach der Generation Y auf alle Fälle. Und so vom Alter kann man sagen, das sind so 10 bis 25 Jahre ungefähr. Das ist eine ganz, ganz spannende Generation. Das ist die erste Generation, die komplett digital aufgewachsen ist. Also quasi in der Wiege mit der Rassel in der einen, mit dem Smartphone in der anderen Hand. Yeah. Die sind auch jetzt immer always on. Also die kennen kein Leben offline. Das ist für sie alles wirklich online. Sie sind sich dessen aber auch bewusst. Sie sind auch sehr, sehr klar. Sie wissen, was Werbung ist. Sie lassen sich da gar nichts einreden. Für sie sind auch sozusagen Produkte nicht so wichtig wie ein Erlebnis. Mhm. Das muss man immer beachten. Mhm. Und tatsächlich ist auch nicht der Preis ausschlaggebend, sondern was erzählt mir denn die Marke? Was wollen sie mir mitgeben? Also wieder dieses Storytelling, das wir vorher schon hatten. Das ist quasi alles dabei. Die sind auch sehr umweltbewusst. Die würden für ein nachhaltiges Produkt mehr Geld ausgeben. Mhm. Das ist alles bei denen drin. Deswegen sollte man sich wirklich aber auch überlegen, will ich denn die Gen Z wirklich ansprechen oder will ich es nur machen, weil es gerade im Trend ist? Davon würde ich abraten. Weil um diese Zielgruppe zu erreichen, muss man sich tatsächlich sehr auf sie fokussieren. Und das geht derzeit besonders gut bei Videoformaten. Das wäre zum Beispiel YouTube, das ist TikTok natürlich, aber auch Spotify. Dort sind die Plattformen, wo ich sie finde. Und das Spannende ist bei der Generation, es ist die erste, die wirklich vertikal denkt. Also wir alle, wie wir sitzen, sind horizontal aufgewachsen mit dem Fernsehbildschirm. Und die sind wirklich mobile first, das heißt alles vertikal und alles möglichst schnell noch dazu. Mhm. Sie haben es jetzt eh schon angesprochen, die Plattformen, Social Media ist natürlich gar nicht mehr wegzudenken aus dem Marketingbereich. Welche Plattformen sind denn da derzeit im Trend? Es gibt ja doch einige, die auch einem Wandel unterworfen sind. Was sind denn die großen Trendplattformen? Also weiterhin ist es Instagram. Bei Instagram ist nur weitergegangen von dieser reinen Bildplattform hin zu den Insta-Reels. Also das sind eben so Videoformate. Auch hier sieht man eben, wie die Gen Z sich da langsam schon quasi einmischt in dem Ganzen. Und was auch sehr, sehr wichtig ist und ich glaube eine sehr gute Funktion bei Instagram, ist ja, dass ein Shop involviert werden kann. Also wenn ich einen Kanal habe, kann ich auch gleich einen Shop darin implementieren. Das ist natürlich auch für viele Händler, glaube ich, relativ interessant. Ansonsten, TikTok ist in aller Munde, das ist gerade irrsinnig beliebt. Ja, der Trend geht immer mehr in diese Richtung, das stimmt, auch die Nutzerzahlen. Wie gesagt, muss man wirklich können, sollte man sich auch jemanden nehmen, der es kann. Und seien es zum Beispiel Kinder oder Sonstiges, ja, die sind damit aufgewachsen, die kennen das wirklich, wie es geht. Und dann ganz, ganz neues Be Real, das ist jetzt immer wieder in der Presse gewesen, ist eine Social-Media-Plattform, wo es darum geht, dass man einmal am Tag aufgefordert wird, ein Foto zu posten, ohne Filter und so fort. Gleichzeitig Front- und Backkamera wird dabei verwendet. Da würde ich aber sagen, da würde ich ehrlicherweise noch abwarten. Das ist wirklich noch in den Kinderschuhen, ist die Frage, setzt sich das überhaupt durch? Und derzeit gibt es nur ganz wenig Marken, vor allem in Amerika, die sich mal drüber getraut haben. Also den Trend würde ich mal noch ein bisschen abwarten. Mhm. Das heißt, es gibt auch einige Plattformen, wo man sich wirklich, ich möchte jetzt sagen, austoben kann, marketingtechnisch. Aber es gibt einiges auf alle Fälle. Jetzt haben wir vorher gehört, im Bezirk gibt es zahlreiche traditionelle Unternehmen. Wie kann man das denn schaffen, so ein traditionelles Unternehmen, dass die wirklich auch ganz junge Zielgruppen ansprechen, eine ganz junge Generation? Wie könnte man das denn schaffen? Ja, also es hat sich gerade durch Corona stark entwickelt, dass teilweise Unternehmer, die vorher nicht bereit waren, in eine Homepage, in einen Online-Shop, in andere Social-Media-Wege in diese Richtung zu gehen, dass die jetzt während Corona immer stärker darauf
angesprungen sind. Das aber nicht nur die Unternehmer, sondern genauso auch die Kunden. Wir haben viele Kunden, die früher mit Social Media nichts angefangen haben, durch Corona aber teilweise gezwungen waren, um Konversation zu führen. Ältere Leute, die ihre Enkel nur mehr gesehen haben, wenn sie sich endlich ein Wischerhandy genommen haben und jetzt bereit sind, auch auf diese Sachen einzusteigen. Ich weiß es selber aus meinem Betrieb, wir schicken jetzt Leuten den Mittagsteller, die Angebote, die früher mit einem Newsletter etc. nichts angefangen haben. Und so probiert man hier bei uns im 7. Bezirk auch über die Einkaufsstraßen, auch gemeinsam mit dem Bezirksvorsteher, Leute dort abzuholen, wo sie jetzt gerade angekommen sind. Es sind noch immer die Analogen, es sind die Digitalen, es ist diese einzelnen Plattformen miteinander zu vernetzen. Mhm. Wir haben einen eigenen Blog, der heißt im7.com. Es gibt analog die Siemer News, die gebracht werden. Und diese Dinge sollen immer wieder miteinander vernetzt werden. Auch die Veranstaltungen, die wir machen. Die Neubauer Flaniermeile, ein Höfefest. Es gibt viele Dinge, die gemacht werden, auch Einzelveranstaltungen. Wenn ich daran denke, dass wir nur schon zu Halloween, dass in jedem Geschäft auch Zuckerl gibt, dass Leute darauf angesprochen werden, Kinder gerade, dass es auch ein Ferienspiel gibt, wo man in Unternehmen gehen kann, wo man sich Sachen anschauen kann. Also man probiert hier wirklich die unterschiedlichsten Gruppen anzusprechen. Wunderschön zum Beispiel war Ostern, Nicolo, niemand hat davon gewusst. Plötzlich sind zu Ostern vor jeder Wohnung, vor jedem Kind, für jedes Kind im 7. Bezirk ist ein kleiner Ostergruß gestanden von der Bezirksvorstehung, mhm. von den Geschäftsleuten. Dasselbe haben wir auch zu Nicolo wiederholt. Hier war eine überraschende Freude da. Mhm. Man hat probiert, aber sofort wiederum Inhalte mitzugeben. Und wenn es nur ein QR-Code ist, wo ich dann wiederum auf digitale Seiten komme und die Vernetzung da ist. Mhm. Das heißt, wir merken, es passiert ganz, ganz viel Analoges, aber auch schon ganz viel digitale Vernetzung, auch untereinander, unter den Unternehmerinnen und Unternehmer im 7. Bezirk. Also man ist da schon wirklich marketingtechnisch gut aufgestellt. Die Mischung ist sehr wichtig. Das führen wir schon seit Jahren und hat aber noch einmal über die Lockdown-Zeit noch einmal einen Kick gegeben, dass wir hier wirklich glauben, in der Zukunft in eine gute Richtung zu gehen, um unser Grätzl bestmöglich zu vermarkten. Und mit, was auch gesagt wurde, das persönliche Gespräch, das es in jedem Geschäft gibt, das bietet Amazon nicht. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir haben gemerkt, ohne Marketing geht's nicht. Wir haben viel gehört über die Trends fürs nächste Jahr und wir haben auch gehört, man muss wirklich immer dranbleiben. Marketing ist immer in Bewegung und man muss immer dranbleiben, um auch wirklich das Bestmöglichste für das eigene Unternehmen herauszuholen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Kommen. Dankeschön für die Expertise. Dankeschön fürs Kommen, Herr Oppmann. Ja, wir hoffen jedenfalls, Sie konnten von dieser Sendung einige Informationen sowie Tipps für Ihr Unternehmen mitnehmen. Die heutige Sendung wurde aufgezeichnet und steht in der Mediathek von WKO im Bezirk und auf YouTube für Sie zum Nachschauen bereit. Falls Sie jetzt noch Fragen zum heutigen Thema haben oder Feedback für uns haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an onair@wkw.at. Und noch eine Ankündigung zum Schluss. Die nächste Sendung findet dann in 2 Wochen am Mittwoch, den 7. Dezember statt, und zwar von 9 bis 9.30 Uhr. Und in dieser Sendung haben wir dann Wirtschaftskammer Wien, Bezirksobfrau für Wien, Stefanie Ernst, zu Gast mit einem weiteren spannenden Thema. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten und mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen jetzt noch in der Zwischenzeit einen erfolgreichen Tag. Alles Gute, machen Sie es gut. Bis dann, auf Wiedersehen.